Die hätten hier ruhig mal so eine Fahrstuhlmusik einbauen können. Dann wäre die Fahrt nicht immer so langweilig. So. Jetzt kommt ja hier wieder dieser Dänenwache-Typ. Den kloppen wir jetzt aber auch mal zu Brei. Weil der bringt 2500 Seelen. Oh. So, lassen wir den mal ein bisschen wüten. Oh. Ein Miststück. Autsch. Moment, bei dem müssen wir ja eh nicht blocken. Ich probiere jetzt mal den Zahn aus. Einfach mal so zu gucken. Weil den müssen wir in Zweihand tragen, damit wir die Attribute erfüllen. Hoppala. Komm her. Versteck dich doch nicht. Komm hier. Autsch. Was? Der trifft mich hier oben. Boah, 413 Schaden. Okay, weg hier. Weg hier. Weg hier. Lauf, Junge. Okay, genug gespielt. Also, das ist mir jetzt irgendwie so ein bisschen zu heikel. Ich muss das jetzt nicht haben, hier zu verrecken. So. Wo ist der? Haben sie sich wieder verpisst? Hallo. Komm mal hier. Süßer. Komm. Ja, ich hab die wieder in zwei Hand. Komm hier. Autsch. Keine Ausdauer. What the fuck, ey? What the fuck? Willst du mich verarschen? Ich verreck jetzt hier noch. Ich verreck. Ich. Ah. Also man sollte hier wirklich. Checkt das zwar auch nicht, ne? Aber man kann hier echt nicht einen einzigen scheiß Gegner mal einmal auf die leichte Schulter nehmen, ne? Man kriegt sofort die Quittung dafür, ne? Das ist echt der Hammer. Da kann man echt vor, weiß nicht, vor 40 Leveln hier gewesen sein und den easy kaputt gehauen haben. 40 Level später kann man trotzdem von dem noch auf die Mütze kassieren. Also da sollte man echt mal diese Spielereien zwischendurch mal sein lassen. Mann, Mann, Mann. Autsch. Na. Ich krieg diese Sprungattacke nie hin. Kannst du mal deine Pfeile sonst wo stecken lassen, Drecksack? Hier, Backstep, Alter. Bam. So, also jetzt, wir machen die trotzdem kaputt. Jetzt will ich Rache. Und vielleicht lässt er ja so einen fossilen Drachenknochen fallen, da war unsere Sense hier mal ein bisschen aufpimpen können. Ja. Ja, und dann müssen wir uns mal so langsam, oder muss ich mir mal so langsam überlegen, wo wir dann als nächstes hingehen. Weil viel bleibt uns ja jetzt erstmal nicht mehr übrig, also meine Seelen. So. Die Seelen haben wir. Ah, komm her, Bursche. Aua. So. Was geht, Alter? Der springt hier wohl durch die Gegend, ey. Jetzt habe ich wieder keine Ausdauer. Ich bin so blöd, ne?
Jetzt hatte ich gerade so eine kleine Kinderattacke hier gehabt. Autsch. Oha. Gut, dass ich gerade eben noch blocken konnte. Mein Gott, der hat aber auch HP, ne? Was ist denn los hier mit dem? Oh, jetzt haben wir ihn aber. Geht doch. Also, letztes Mal habe ich mir, glaube ich, nicht so einen abgebrochen bei dem. Ja, jetzt könnte man hier natürlich auch mal gucken, ob hier vielleicht noch versteckte Wände sind. Das hat man nämlich letztes Mal völlig vernachlässigt, weil ich meine, wo ich hier war, wusste ich ja noch nicht mal was von Wänden. Da, Tatsache. Die so verschwinden können. Oh. Oha. Folter. Ritualband des Nordens. Blutungsstein. Ja, wie weit kann ich jetzt hier rauslaufen? Ich will es irgendwie nicht ausprobieren. Kann man die noch irgendwie schlagen oder so? Knechten? Nein. Ja, wie weit kann ich jetzt hier rauslaufen? Ich glaube, das probiere ich mal im Offline aus. Wie weit man hier rauslaufen kann. Vielleicht kann man dann nämlich auch da auf der Brücke, wo wir zum Boss gegangen sind, vielleicht kann man da ja dann auch sogar runterspringen und noch irgendwo da hinten zu dem Turm laufen oder so. Das wären alles mal so Sachen, die werde ich auf jeden Fall mal ausprobieren. Na gut, wir haben ja jetzt gerade auch kaum Seelen. Hi! Aber ich werde das trotzdem erstmal offline gucken und wenn da wirklich was sich wirklich was ergibt, dass man da langlaufen kann, was man sehen muss, sehen sollte, dann werde ich euch das zeigen. So, ich habe da schon jemanden gesehen. So. Einen Moment mal kurz. So, also hier hatten wir in diesem Zellenbereich hatten wir auf jeden Fall noch verschlossene Türen gehabt. Das weiß ich, aber hier hatte ich auch noch nicht nachgeguckt gehabt, ob hier versteckte Wände sind. Hier jetzt auf der Seite nicht. Den haben wir mal eben zu Klump. Aber hier scheint nichts mehr zu sein, weil theoretisch gesehen, sag ich mal, wenn man jetzt so überlegt, wir sind ja jetzt im ersten Stock und wir konnten ja gerade ziemlich weit gucken. Und da war ja nichts von Vorsprung, also dürften hier eigentlich keine Wände sein. Gut, auf dieser Seite weiß ich es jetzt nicht, weil die konnten wir ja noch nicht einsehen. Schauen einfach mal nach. Hier sah das schon fast danach aus, aber nein. Hast du Brot? Ja. Also, mal kurz zur Erklärung. Ich habe meine Tochter jetzt auf meinem Schoß sitzen. Ah, ja, konnten wir den. Und ein Heideritter. Ich hasse diese Viecher, ne? Und die wollten mir gerade ihr Brot anbieten. Na? Hier ist nichts. Gut, dann haben wir den mal eben zu Klump. Ach, der hat einen scheiß Speer in der Hand. Die mag ich ja am liebsten, ne? Backstep, Kollege. Zack. Junge. Boah, hat der einen abzappeln lassen, ne? Ist der abgezappt. Heidespeer. Fette Sache. Ich glaube, der ist mega fett. Weil die machen ja auch mega Schaden damit. Also müsste der ja gut sein. Wo haben wir ihn? Ist immer so eine Sache, wo er ist. Ja, hier kommen nur noch die Schilder. Wo haben wir ihn? Wo haben wir ihn? Also Pyromantieflamme, Stachelpeitsche. Da haben wir einen Heidespeer. Ja, 105. Aber die machen Blitzschaden. 90. Ah, gut, aber den werden wir auch mal behalten. Den will ich auch mal testen. Ob wir auch so krasse Moves machen können wie der. Na, dann haben wir hier noch ein Türchen. Ach scheiße, auf der anderen Seite habe ich ihn gar nicht aufgemacht.
Na gut, aber ist ja auch egal. Wir können ja jetzt hier die Leiter runtergehen. Auf der anderen Seite mal hochgehen. Wir haben da zwar nichts von, aber wenn man schon mal einen Schlüssel kriegt hier in dem Spiel, dann will man auch alle Türen damit öffnen, ne? So. Ja, auf jeden Fall, wenn wir ja da vorne dann schon in dem Wasser laufen konnten, würde ich hier auch mal gerne runterspringen wollen und einfach nur zu gucken, ob man da vielleicht irgendwo zwischen den Steinen oder da an diesem Turm, ob da vielleicht noch irgendwie was versteckt ist, ne? Kann ja alles sein. Ich vermute zwar nicht, dass, wenn wir hier runterspringen, dass wir wohl sterben werden, aber ja, Dark Souls ist ja eine dumme Sau, ne? Da kann ja alles sein. So, hier haben wir dann auch noch eine Tür. Die kriegen wir jetzt auf. Und hier haben wir irgendwas. Glatterseitiger Stein. Und hier ist irgendwas Öliges oder was? Eine Ölrutsche. Weiß nicht, ob man die entzünden kann. Aber wir haben ja jetzt gerade eh keine Fackel dabei. Wir könnten vielleicht da hinten mal eine anzünden. So, hier war ja nichts. Na, da wäre theoretisch ja nur die Treppe und auf der anderen Seite halt der Bossraum. Also wäre das ja eher unlogisch, dass da was versteckt wäre. Da gucken wir dann auch gar nicht erstmal nach. Weil das würde ich ja jetzt wirklich als Quatsch empfinden. So, hier haben wir dann nochmal so eine Ölrutsche. Dann gehen wir mal eben kurz noch die Fackel holen. Mal gucken, inwiefern wir da vielleicht was anzünden können. Ja, und jetzt, sag ich mal, zu der Aufnahme, mal kurz gesagt, dass ich sag mal, solange meine Tochter noch ruhig sitzen bleiben kann und nicht quengelt oder rummoppert, können wir noch ein bisschen weitermachen. Ansonsten, setze ich dann einfach da entzünden. Ich stehe da mitten in der. Brenne ich jetzt? Nein. Okay, machen wir mal die andere Seite auch an. Ja, solange sie noch ruhig ist und nicht quengelt, können wir auf jeden Fall noch ein bisschen weiter zocken. Ansonsten werde ich die Aufnahme dann halt beenden und dann machen wir beim nächsten Mal weiter. So, hier haben wir jetzt auch angezündet. Jetzt würde ich mal gerne wissen wollen, was wir davon haben. Machen wir das Ding erstmal aus. Saufen uns mal ein, falls da nochmal irgendwie was kommt jetzt. Also jetzt haben wir da schon mal Licht. Ach, jetzt haben wir. Ach so, sieh mal einer an. Jetzt brennen hier die Dinger. Und das hätte eventuell beim Boss ganz nützlich sein können. Weil dann kann man die wenigstens vernünftig sehen, richtig? Ja. Aber gut, die war ja gar nicht mal so schwer. Die Sünderin. Gut, aber an sich können wir dann soweit hier auch nichts mehr machen. Ja, dann haben wir den Festungsschlüssel soweit erstmal abgearbeitet, soweit ich das weiß. Hier hatte ich schon mal geguckt gehabt. Weil mir fallen jetzt gerade keine Türen mehr ein, die wir noch damit aufkriegen könnten. Eine wüsste ich noch, da gehen wir nochmal schnell hin. Die habe ich ja vorhin schon mal angesprochen gehabt. Das ist da. Aber soweit ich weiß, ist da auch nichts mehr. Weil wir sind, darunter war ja mal so eine, oder dahinter war mal eine Brücke. Da konnten wir ja schon auf der anderen Seite schauen. Und da war ja eigentlich nur ein Käfig um die Tür rum mit einem Loch im Boden. Also von daher gehe ich mal eher stark davon aus, dass sich da nichts befindet. Aber trotzdem, die Tür machen wir trotzdem auf. Wir haben ja jetzt nochmal einen Boss kaputt gemacht. Da können wir jetzt auch nochmal gucken, was wir für die Seele kriegen. Ob wir da was kriegen. Ach Quatsch. Aber was hat der denn da für Rüstungsgegenstände? Kapuze des Verlassenen. Naja. Nee. Ja, mit dem Ring, das weiß ich auch noch nicht so ganz. Ja, und das ist ja eigentlich eher einfach nur für den Zauberer interessant. Ah, gut.
Handeln, da. Boah, was ist das denn? Gargoyles Zweizack. Gargoyles Zweizack. Zweizack. Hört sich irgendwie behindert an. Zweizack. Ja. Pff. Stoß und Schlag. Sieht jetzt aber nicht so doll aus. 104 Schaden. Ist jetzt nicht so der Hit. Der Hit in die Tüten. Ja, gut, das war dann hier. Also da könnte, würde ich auch schon fast sagen, dass wir die Seelen benutzen, um zum Leveln. Ja, hier haben wir die Tür. Da kommen wir hier noch in die Zelle. Da liegt noch ein Item. Ah, cool. Fossiler Drachenknochen. Wir können unsere Waffe wieder aufpimpen. Aber hier war soweit auch nichts mehr. Da ist ja nur die andere Zelle hinter. Ja, und das meine ich hier halt. Hier ist halt einfach nur das Loch drin. Zack. Da unten waren wir schon. Hier hinter ist ein Gegner. Den kennen wir ja schon. So, den haben wir gemurkst. Jetzt können wir den da hinten dann auch nochmal mitnehmen. Und dann gehen wir da oben am Feuer hoch. Wieder zurück. Nach Majula. Leveln unsere Waffe auf. Und dann schauen wir nochmal. Dann gehen wir mal in diesen Schattenwald. Weil da war ja auch noch eine Statue, die uns ziemlich asozial den Weg versperrt hat. Da gehen wir nochmal hin und schauen uns das Gebiet an, weil das wäre soweit dann eigentlich so ziemlich das Letzte, was ich wüsste, wo jetzt noch ein Weg lang geht. Abgesehen halt von den zwei Gebieten, die ich da ziemlich erst als Schluss machen möchte und der eine Boss. Also wir haben zwar noch Auswahlmöglichkeiten, aber das sind jetzt alles noch so Sachen. Gut, bei dem einen Boss kommen wir ja, oder bin ich ja letztes Mal ein bisschen dran kleben geblieben. Den möchte ich jetzt auch eigentlich erstmal noch nicht so machen, weil er mir ein bisschen unangenehm ist mit diesem scheiß Gift da. Ja, und die anderen beiden Gebiete möchte ich mir eigentlich zum Schluss aufheben. So. Also so viel dazu. Wo haben wir sie? Da. Geil, jetzt können wir sie wieder hoch machen, dann hat die 147, 247 Schaden. Machen wir. Boah, nächstes Mal geht das richtig ab. Aber dann brauchen wir vier Drachenknochen jetzt erstmal. Also das wird erstmal ein bisschen was dauern. Ja, ein Level ist jetzt auch noch drin. Die haben wir plus 3. So, jetzt wird wahrscheinlich ein Level auch noch drin sein, wenn wir hier die Seelen nehmen. Oh, könnte knapp werden. Aber ich habe auch gerade nicht im Kopf, wie viel wir schon brauchen. Obwohl, naja, reicht dicke. Ja gut, so dicke auch wieder nicht, aber es reicht. So, und dann können wir jetzt auch nochmal, wir haben ja wieder seidige Steine, die benutzen wir auch nochmal eben. So. Aufsteigen bitte. Ja, ein Level haben wir. Ausdauer, let's go. Ich weiß nicht, ob das an die Waffen, an den Waffen liegt, dass wir gefühlt weniger Ausdauer haben oder ob es einfach an unserer Ausdauer selbst liegt. Wozu hoch? Ja? Willst du gar nicht runter? Dann komm her. So. Gut. Also einen Zuschauer habe ich mich schon mal gesichert. Zählt zwar noch nicht so ganz, aber er ist da. So. Ach nee, Quatsch. Ich wollte hier zu dem Vogelnest. So. Ja, und dann würde ich auch vorschlagen, diese Pharaos, Apparellos da in dem Pharao-Gebiet, die würde ich einfach, ja, ich war jetzt gerade am Überlegen, ob ich die einfach offline mache. Weil das ist ja ziemlich lottomäßig, bis ich da bin und ja, nur für die paar Türen dann. Weil werde ich mir noch überlegen, ob ich die vielleicht offline öffne. Und euch dann einfach erzähle, ob da irgendwie was Spannendes drin war oder nicht. Warum rappelt das hier so? Also hier kam gerade so, als wenn so ein Riese hier rumstampfen würde. Eine kleine Erschütterung. So. Items. Wo haben wir sie? Ja, halt dein Maul. Hier. Ablegen. Zweimal.
Ja, Alter, Mauer wolltest du doch nicht.